Servus und hallo, hier ist eure Anja von Die Frau am Grill und heute gibt's lecker Schwarzwälder Schichtbraten. Gelingt nicht nur draußen am Grill, sondern auch hier in der Küche, im Backofen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ihr braucht wenige Zutaten, die sind auch ein bisschen abwandlungsfähig, dazu später mehr. Ihr benötigt Schnitzel, da habe ich schon mal eins geklopft. Paprika, Zwiebeln, Käse, eurer Wahl. Ich habe mich für einen Tilsiter entschieden. Und hier seht ihr den Hauptdarsteller, den Schwarzwälder Schinken. Dazu möchte ich kurz was sagen. Der wird vom Verband geschützt. Ich glaube, seit 1997 trägt er ein Siegel, das heißt GGA, geprüfte geografische Angabe. Und den zeichnet natürlich so ein einzigartiger Geschmack aus, ja, der wirklich Tradition hat, ja, da steckt ein richtiges Handwerk dahinter und der gibt unserem Schichtbraten eben Geschmack. Und deswegen verzichte ich auch auf andere Gewürze, sondern nehme noch lediglich Salz und Pfeffer. Und wenn ihr euch über Schwarzwälder Schinken noch genauer informieren wollt, ich stelle euch da einen Link unterhalb des Videos in die Infobox. Also ist schon eine feine Sache, dieser Schinken. Und ja, und jetzt werden wir alles zusammenbringen. Wir bauen uns jetzt einen Braten und dazu werden wir erst einmal die Schnitzel vorbereiten, eins habe ich schon geklopft und jetzt sind die nächsten auch noch dran. Auf geht's. Ich lege da so eine Folie drüber, damit es nicht so spritzt und entscheide mich für die glatte Seite. So, und nach dem Klopfen werde ich sie mit etwas Salz und Pfeffer von beiden Seiten gleich einstreuen, dann ist dieser Handschritt auch getan. Und jetzt wird sozusagen der Schichtbraten gebaut, ja? Und zwar legt ihr euch jetzt hier einfach einmal ein bisschen so die Schnitzel her, leicht übereinander lappend, und dass das einfach so eine Bratenform, wenn ihr euch das vorstellt, wenn man das jetzt stapelt, letztendlich ergibt. Ja? So. Und darauf kommt jetzt erst einmal der Schwarzwälder Schinken, und zwar zwei Scheiben, damit wird der belegt, ja? Und dann folgt eine Scheibe Käse, etwas Paprika. Ich habe mich für einen Mix entschieden hier. Plus Zwiebeln. Und darauf lege ich jetzt wieder die Schnitzel. Und wenn es mir nicht ganz gelangt und ich brauche noch ein bisschen ein kleineres, dann hole ich mir ein Messer und schneide mir da noch ein bisschen was ab, was ich brauche. Ja? Den Abschluss bildet eine Schicht Schnitzel und jetzt werden wir das Ganze noch befestigen. Das könnt ihr jetzt euch ähnlich vorstellen wie bei der Zubereitung von einem Rollbraten. Aber bitte, liebe Zuschauer, keine Panik jetzt. Das ist ganz einfach. Wir werden ihn binden. Und dann nimmt man sich jetzt einfach ein ausreichend langes Stück Faden und beginnt da einfach einmal das da runterzuziehen. Ja. Und dann wird der hier, man startet in der Mitte, das ist besser. So, und dann einfach binden, der Kameramann drückt mit dem Finger drauf. Ja, und so mache ich das jetzt hier, 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 hier. Jetzt lege ich den einfach in eine Kastenform zum Beispiel, könnt ihr auch eine Kuchenform nehmen, ich verwende hier eine Brotbackform oder ihr nehmt eine feuerfeste Form anderer Art. Ja. Und ich baue ihm aber jetzt noch, weil das Gemüse wollen wir natürlich nicht verschwenden, ein Gemüsebett aus den restlichen Paprika und den Zwiebeln. Und dann entsteht da noch eine schöne Soße dabei. Und so kommt unser Schwarzwälder Schichtbraten bei 180 Grad etwa 50 bis 60 Minuten auf den vorgeheizten Grill oder in den Backofen. Und dann heißt es genießen. Eine Stunde ist vergangen und es duftet wunderbar, Kameramann, nach einem Schwarzwälder Schichtbraten. Schwarzwälder Schichtbraten, ja, wie man ihn erkennt. Der Grill ist aus und jetzt holen wir das gute Stück mal hier herunter. Moment bitte, ich hole noch ein Gitter. So, damit der Tisch nicht leidet. Schaut der nicht lecker aus. Schaut euch das mal an, der Käse ist knusprig geworden, bisschen Röstung hat er bekommen, gell? Und geschmolzen ist er. Ich habe da geschmolzene und knusprige Anteile dabei. Also ich finde es einfach Wahnsinn. Und jetzt holen wir ihn doch hier einfach einmal raus. Und der Soße habt ihr auch. Ihr könnt ihn jetzt zum Beispiel mit Beilagen aller Art servieren. Kartoffelsalat passt sicher. Ja,
Gurkensalat, alles Mögliche an Salaten. Und jetzt schneiden wir uns einmal den an, gell? Schaut euch das an. Schön. Schön, gell? Bunt, herrlich, saftig. Bunt, saftig. Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie er schmeckt. Ja, der ist jetzt ein bisschen so auf die runde Seite geflogen, dann fällt er ein bisschen auseinander. Aber das macht uns gar nichts aus. Die anderen Scheiben werden dann hernach viel schöner. So. Mhm. Und was kriege ich zum Probieren? Oh. Das ist da. Vielen Dank. Mega lecker. Dieser Schichtbraten schmeckt total lecker. Diese Zutaten, die harmonieren wunderbar miteinander. Der Schwarzwälder Schinken kommt sehr gut raus, Kameramann. Der verleiht dem Ganzen richtig schöne Würze. Ich könnte mir natürlich auch noch vorstellen, hier andere Gewürze zum Einsatz zu bringen, ihn vielleicht in eine andere Richtung lenken, in eine griechische mit Peperoni und Oliven oder eine Pizza-Variante. Da fällt euch sicher was ein, liebe Zuschauer. Schreibt mir gerne eure Ideen unterhalb des Videos in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall ein wunderbares Rezept. Paprika und Zwiebeln machen das Ganze schön saftig. Ihr habt eine Soße dabei, ihr könnt Nudeln dazu und Reis dazu servieren oder einfach nur ein Brot. Oder, Kameramann, was meinst du noch? Zum Ende kommen, ich habe Hunger, es duftet so gut. Es duftet, er schaut super aus. Schaut ihn euch nochmal an, liebe Zuschauer. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr ihn mal nachmacht, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich blende euch was zum Abonnieren ein, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, eure Anja, macht's gut. Jetzt aber auf geht's. Ja, sieht man gescheit, gell? Ja, ganz toll, saftig.